Reich und arm. Im letzten Jahrhundert lebten zwei Brüder auf der Welt. Der Jüngste hatte keine Kinder, betrieb ein großes Gewerbe und lebte reich. Der Älteste lebte in Armut. Das einzige Glück für ihn waren seine beiden Söhne, Qasen und Husayn. Im Sommer, sobald die Beeren zu reifen begannen, brachte die Mutter sie zum Markt und verkaufte sie. Davon lebte die ganze Familie. Einmal um die Mittagszeit, wenn sich in der Natur alles beruhigt, wenn der Schatten am kürzesten wird, wenn durch den hellen Schein schwer zu erkennen ist, ob das Wasser im Fluss fließt oder steht, machten sich Hassan und Husayn auf den Weg am Ufer entlang durch den Busch. Plötzlich flog ein blauer Vogel vor beispielloser Schönheit vor ihnen aus dem Gras, stieg hoch und im Himmel verschwand, dass die Jungs keine Zeit zu bewundern hatten. Hassan und Husayn beschlossen, nach ihrem Nest zu suchen und fanden es schnell. Im Nest lagen Eier, weiß mit blauen Adern. Die Kinder waren hungrig und erfreut über den Fund. Aber die Eier waren so klein, dass Qasen und Husayn beschlossen: Wenn wir sie essen, wird es wenig nutzen. Wir bringen es besser zu unserem reichen Onkel. Ohne ins Zuhause zu gehen, gingen sie direkt zu ihrem Onkel und fragten ihn, ob er blaue Vogeleier kaufen würde, weiß mit blauen Streifen. Woher haben Sie die gefunden? Fragte der Onkel. Auf dem Feld, im Gras, antworteten die Jungs. Der Onkel nahm die Eier und gab zu ihnen und gab ihnen zur Überraschung von Qasen und Husayn 100 Tenge und sagte: Wenn Sie selber den Vogel fangen, gebe ich Ihnen noch 200 Tenge dazu. Warum der Onkel den blauen Vogel brauchte, wussten Qasen und Husayn nicht. Aber ohne zu zögern, nahmen sie die Schlingen und gingen zu der Stelle, wo sie sie sahen. Sie fanden schnell ein Nest, stellten Fallen auf und versteckten sich im Gebüsch. Bald flog ein blauer Vogel herein, sah sich um, flatterte, saß im Nest und wurde gefangen. Egal wie leid es den Jungs um den wunderbaren blauen Vogel tat, sie brachten ihn trotzdem zu ihrem Onkel. Normalerweise geizig, hielt er diesmal sein Wort. Anscheinend war ihm dieser Vogel sehr lieb und gab Qasen und Husayn weitere 200 Tenge, Zucker und Kleidung. Die Jungs brachten alles nach Hause. Die Eltern waren sehr zufrieden, aber das Glück hielt in der Familie der Armen nicht lange an. Der Onkel brachte den blauen Vogel nach Hause, schlachtete ihn und gab ihn seiner Frau.
Ich komme am Abend, sagte er. Und du kochst Abendessen daraus, wenn ich komme. Gib du niemandem ein einziges Stück dieses Vogels. Die Frau dachte, welches ist das Abendessen von solch kleinem Vogel? Aber sie stritt nicht mit ihrem Mann. Sie sauberte den Vogel, schnitt ihn ab, warf ihn in einen Kessel, goss ihn mit Wasser und zündete ihn an. Und sie ging zu ihrer Nachbarin und saß dort und zum Reden. Hasan und Hussein beschlossen, volle Neugier herauszufinden, was aus dem Vogel geworden war. Als sie das Zimmer ihres Onkels betraten, sahen sie, dass niemand da war und dicker Dampf aus dem Kessel aufstieg. Braut unser Vogel nicht? Fragte Hasan überrascht. Ist das wirklich sie? Hussein war nicht weniger überrascht. Sie gingen zum Kessel, öffneten den schmierigen Deckel und vergewisserten sich, dass derselbe Vogel, den sie gefangen hatten, kochte. Wir werden doch nicht den Vogel probieren, den wir selbst gefangen haben, fragte Hasan. Probieren wir natürlich ein Stück, Hussein antwortete. Sie fischten das Herz des Vogels mit einem Löffel heraus, teilten es in zwei Hälften, aßen es und gingen. Die Gastgeberin kam und beschloss, nachzusehen, ob mit dem Abendessen alles in Ordnung war. Sie nahm einen Löffel, fischte das ganze Fleisch heraus und wurde blass. Ihr Herz verschwand. Von meinem Mann wird etwas zu mir kommen. Und müsste ich so lange wegbleiben, sie schalt sich. Aber Worte helfen nicht. Sie ging auf den Hof hinaus, fing einen Hahn, schlachtete ihn, nahm sein Herz heraus, warf es in einen Kessel und beruhigte sich damit. Abends kam der Mann. Das Mittagessen war sehr lecker. Als sie aßen, zwinkerte der Mann seiner Frau verschmitzt und sagte lächelnd: Nun, Frau, Gott hat uns Glück geschickt. Morgens, wenn wir aufwachen, haben wir Gold unter unserem Kopfkissen. Die Frau erwiderte nichts, senkte die Augen und ging, um das Bett zu machen. Am nächsten Morgen wachten sie auf, schauten unter das Kissen, es gibt kein Gold. Sie schüttelten das ganze Bett, es gab kein Gold. Und wie groß war die Überraschung von Hasan und Hussein, als sie morgens beim Aufwachen einen ganzen Sack von Gold von ihrem Kopf fangen. Nicht wenige Kinder waren überrascht und begeisterte auch Eltern. Der Vater von Hasan und Hussein, der noch nie so viel Gold gesehen hatte, bekam Angst und eilte zu seinem Bruder, um Rat zu holen. Oh oh, Bruder, sag mir, was passiert ist. Am Morgen fanden wir an der Spitze unserer Jungs
jeweils eine Tüte Gold. Ist es schlecht oder gut? Die Augen des Kaufmanns glitzerten von Neid. Aber mit zusammengesossenen Brauen und zu Boden gerichtetem Blick sprach er laut: Schlechtes, schlechtes Geschäft. Es waren die Geister, die eingegriffen. Ich habe einmal einen Hazret danach gefragt, und er hat durch die Gnade alles geantwortet. Der Geist hat eine solche Person verwöhnt. Er muss sofort gehängt werden. Nimm sie, bring sie irgendwo hin und töte sie. Sonst wirst du es nichts tun. Sei im Leben gut von diesem Kinde. Der Vater kehrte traurig nach Hause zurück. Und er dachte hin und her und entschied schließlich: Nein, ich kann meine Kinder nicht töten. Ich bringe sie in die Steppe oder in den Wald, damit meine Augen sie nicht sehen und meine Ohren nicht hören können. Am Morgen bat er einen Nachbarn um einen Karren, setzte die Kinder hinein und sagte: Heute bringe ich euch dorthin, wo es viele, viele Bären gibt. Am Abend werde ich euch holen, und sie müssen eine Tüte Brombeeren sammeln. So ritten lange durch. So sie ritten lange durch die Steppe und fanden sich schließlich am Rande eines dichten Waldes wieder. Die Gebüsche verflochten sich zwischen den Baumstämmen, und die Jungs sahen viele Bären. Nun, Kinder, bleib hier, pflücke Bären. Der Vater konnte nichts mehr sagen, wandte sich ab und ging weinend zum Pferd. Hasan und Hussein sammelten lange Zeit Brombeeren, setzten sich zur Ruhe und warteten auf ihren Vater. Er stand kurz vor der Ankunft, aber der Vater kam nie. Die Kinder müssten die Nacht im Wald verbringen. Am Morgen wachten sie auf, schauten, und unter ihren Köpfen erschien wieder ein Sack von voll Gold. Die Jungs rührten ihn nichts an, ließen ihn am Ort zurück, an dem sie die Nacht verbracht hatten, gingen durch den Wald, wohin ihre Augen blickten. Unterwegs trafen sie einen alten Jäger. Hallo, Großvater, sagten die Jungs mit einer Stimme. Hallo, Kinder, woher kommen Sie und wohin gehen Sie? Von wo? Wir wissen nicht. Der Wald ist groß, aber wir gehen bis zum ersten Treffen. Wer keine Töchter hat, lass uns für Töchter gelten. Wer keine Söhne hat, für die Söhne. Ich habe keine Kinder. Werdet ihr meine Söhne sein? Werden sie zu mir kommen?
Lass uns gehen, stimmen die Jungs zu. Der alte Mann saß auf einem Pferd. Nachdem er die Jungs darauf gesetzt hatte, sagte er: Reiter, das Pferd selbst wird euch zu meiner Wohnung bringen. Die Jungs dankten dem alten Mann und blieben nicht verschuldet. Großvater, Hasan und Hussein sagten, wo wir geschlafen haben, gibt es zwei volle Säcke voll Gold. Hasan und Hussein lebten lange bei einem alten Jäger, gewohnten sich an das Leben im Wald, lernten gut zu schießen und wurden damit selbst erfahrene und mutige Jäger. Zu diesem Zeitpunkt war der einst arme alte Mann bereits der reicheste Mann in diesem Viertel. Als die Jungs erwachsen wurden, tauchte kein Gold mehr unter ihren Kissen auf. Eines Tages sprachen sie lange miteinander und erinnerten sich an ihr ganzes vergangenes Leben. Kennst du, Hussein, das alte Sprichwort, sagte Hasan. Ein Hund, wohin er auch wandert, wird immer dorthin zurückkehren, wo er einen Knochen mit Fleisch gefunden hat, und einen Menschen zieht es immer zu den Orten, an denen er geboren wurde. Lass uns gehen, Hussein, suchen unsere Eltern. Gedanken von meinem Bruder sind meine Gedanken. Wo bist du, mein Bruder? Da bin ich, antwortete Hussein. Lass uns gehen. Sie gingen zu dem alten Mann, um ihm ihre Entscheidung mitzuteilen. Der alte Mann hatte Mitglied mit den jungen Jigits und sagte, ich kann euch eine Rindherde schenken, aber ich sehe, dass sie sie nicht brauchen. Ich wünsche ihnen eine gute Reise und viel Erfolg bei ihrer Suche nach Eltern. Der alte Mann gab Hasan und Hussein die beiden besten Pferde. Und sie verabschiedeten sich und machten sich auf den Weg. Sie fuhren einen ganzen Monat lang und sahen schließlich, dass sich die Straße in zwei Teile geteilt hatte. Unsere Wege trennen sich, sagte Hasan. Du gehst nach rechts und ich gehe nach links. So sei es, erwiderte Hussein. Wo wir auch immer wir sind, wir treffen uns hier auf dem Rückweg. An einer Weggabelung stachen sie ein Messer in Boden. Jeder von uns wird leben oder tot sein, dieses Messer wird es zeigen, sagten sie. Wenn einer von uns stirbt, sollte die Hälfte des ihm zugewandten Gifts brennen. Beim Abschied gingen Hasan und Hussein in verschiedene Richtungen. Lassen wir Hussein gehen. Er hat seinen eigenen Weg. Jetzt wird sich die Geschichte um Hasan drehen. Hasan passierte mehrere Wäldchen und fuhr hinaus in die offene Steppe. Eine große Stadt erstreckte sich vor ihm. Je näher Hasan an die Stadt heranfuhr, desto überraschter war er. Überall
waren schwarze Fahnen zu sehen. Große schwarze Tafeln umhüllten die Häuser. »Warum trauert Ihre Stadt?« fragte Kassian die erste alte Frau, die er traf. »Es ist offensichtlich, dass Sie nicht in unserer Stadt wohnen«, antwortete die alte Frau. »Nun, wenn Sie wollen, erzähle ich es Ihnen.« Eine gefräßige, siebenkopfige Schlange erschien. Jeden Tag geben wir ihm ein Mädchen und einen Hasen. Heute war es an der Reihe, die Schlange der Töchter des Khans zu geben. Khan verkündete überall, wenn jemand die Schlange tötet und Hanschaim rettet, wird er sie mit ihm verheiraten. Nun war ein solcher Draufgänger noch nicht in der Stadt zu finden. Also befahl der Khan, überall schwarze Fahnen aufzuhängen. Kassen ging direkt zum Khan. Khan war nicht zu Hause und neben dem Quartier des Khans in einem der Zimmer sah Kassen einen angebundenen Hasen und mit ihm ein Mädchen von unbeschreiblicher Schönheit. Ihre schwarzen Zöpfe glänzten wie Seide. Ihr brennender Blick war den blendenden Sonnenstrahlen gewachsen. Als sie Kassen sah, schauderte Hanschaim. »Keine Angst«, Kassen beruhigte sie, »wenn ich dich von der Schlange rette, wie kannst du mir dann danken? Wenn du mich befreit hattest, hätte ich dich geheiratet.« Kassen hockte sich neben sie, dachte ein wenig nach und sagte, »Ich bin heute viel gereist und bin nicht sehr müde. Ich werde mich hinlegen, um mich auszuruhen. Und wenn die Schlange erscheint, wächst du mich auf.« Kassian schief bereits tief und fest, als plötzlich etwas hammerte, rasselte und die Tür weit aufging. Hanschaim war wie betäubt von Entsetzen, als sie den Kopf einer Schlange auf der Schwelle sah, kam aber sofort zur Besinnung und begann, Kassen zu wecken. Der erschöpfte Kassen schief fest. Er wachte nicht einmal von den Schreien des Mädchens auf. Die Schlange kam näher. Hanschaim, der alle Hoffnung auf Erlösung verloren hatte, ergab sich dem Schicksal und beugte sich über Kassian und weinte bitterlich in Erwartung des Todes. Heiße, große Tränen des Mädchens fielen auf Kassians Gesicht und verbrannten den jungen Dschigit. Als Kassian aufwachte, sah er eine Schlange. Kassian zog ein Beil aus seinem Gürtel und schwenkte es, und alle Köpfe der Schlange flogen gleichzeitig davon.
Hanschaim war entzückt und nahm den goldenen Ring von ihrem Finger und gab ihn Kassen. Kassen verließ den Palast und zu dieser Zeit schaute der Wiese des Khans versehentlich in die Tür. Als der Vizier sah, dass das Mädchen am Leben war und die Schlange getötet worden war, war er überrascht, aber sofort erkannte er, dass sich eine Gelegenheit ergeben hatte, sich von dem Khan zu erheben. Ohne sich dem Mädchen zu zeigen, beeilte er sich zu gehen und erschien mit unerwartet guten Nachrichten vor dem Khan. Ich persönlich habe die Schlange getötet und Hanschaim gerettet, sagte der Vizier. Halte dein Versprechen, Khan, lass Hanschaim meine Frau werden. So sei es, antwortete Khan. Er befahl, in den ganzen Staat weiße Fahnen aufzuhängen, alle Häuser mit weißen Tafeln zu schmücken, damit die gesamte Bevölkerung erfuhr, dass der Khan sich von der siebenkopfigen Schlange befreit hatte. Sie riefen alle Mullahs zusammen, um die Hochzeit ihrer Tochter mit dem Vizier zu feiern. Zu dieser Zeit erschienen Kassen im Palast des Khans. Als Kassen hörte, wie der Vizier prahlerisch über seinen Sieg über die Schlange sprach, sagte Kassen, indem er auf den Vizier zeigte: Er ist ein Lügner und ein Feigling. Wie kannst du die Wahrheit deiner Worte beweisen? Du hast die Schlange nicht getötet. Ich habe es getan. Alle drehten sich zum Kassen um und begannen ihn anzusehen. Wie können Sie selbst das beweisen? Wankte der Vizier hochmütig ein. Ich habe Beweise, sagte Kassen, nahm einen Ring aus seiner Tasche und zeigte ihn allen Versammelten. Er hat diesen Ring von Hanschaim gestohlen, schrie der wütende Vizier. Wenn du eine Schlange getötet hast, sagte Kassen, dann kannst du sie tot auferwecken und an einen anderen Ort werfen. Vergeblich versuchte der Vezier, den Drachen zu heben. Er konnte ihn nicht einmal bewegen. Dann kam Kassen, hob den Drachen mühelos auf und warf ihn durch das Fenster in den Fluss. Dann zeigte Hanschaim die von Khan zur Aussage vorgeladen wurde auf Kassen. Dieser junge Dschigit befreite mich und ich gab ihm einen Ring, sagte sie. Khan vertrieb den Vizier und nachdem er Kassen seine Töchter gegeben hatte, machte er ihn zu seinem engen Mitarbeiter. Bald wurde es Kassen langweilig. Am Hof des Khans im luxuriösen Gemächern zu leben, und er ging oft auf die Jagd. An einem heilen Nachmittag fuhr er am Flussufer entlang. Begleitet wurde er von
einem wunderschönen Jagdhund. Plötzlich kam der Wind auf. Es wurde kälter und es begann stark zu schneien. Kassen begann sich umzusehen, wo er sich von Wind und Schnee verstecken und warm halten könnte, und sah eine einsame Fichte in der Nähe. Hoch und schlank, mit weichem Schnee bedeckt, glich es einem großen Zelt. Kassen versteckte ein Pferd und einen Hund darunter, brach Äste ab, legte ein Feuer an und begann sich zu wärmen. Dann bemerkte er eine alte Frau auf einem Baum zwischen den Zweigen. Sie saß und weinte klagend, als ob er Schneesturm heulte. »Warum weinst du?« fragte Kassen. »Vielleicht ist es kalt für dich. Komm runter, komm ans Feuer, mach dich warm.« »Ich wurde runtergekommen.« »Sohn«, sagte die alte Frau, »aber ich habe Angst von Hunden. Gib mir deinen Zauberstab.« Kassen reichte ihr seinen Zauberstab, dessen wundersame Kraft er nicht kannte. Die alte Frau schwenkte es über das Pferd, über den Hund und über Kassen. Alle drei wurden zu Steinen und blieben unter die Fichte. Jetzt lassen Kassen im Wald bleiben, zu Stein geworden. Jetzt wird sich die Geschichte um Hussein drehen. Nach der Trennung von seinem Bruder wurde er auch bald Khan und lebte in einer großen Stadt. An dem Tag, als Kassen starb, wurde Hussein traurig und beschloss, sich auf die Suche nach seinem Bruder zu machen. Hussein rüstete sein Pferd aus, machte sich auf den Weg und fuhr schließlich bis zum Stelle, wo sich ihre Wege trennten. Das Messer blieb an seinem ursprünglichen Ort. Nur die Hälfte, die dem Pfad von Hussein zugewandt war, war intakt, und die andere Hälfte wurde verbrannt. Hussein erkannte, dass Kassen gestorben war. Er weinte und entschied: Nicht lebendig, also werde ich nach den Toten suchen. Nachdem er sein Pferd auf die Straße gelenkt hatte, die sein Bruder verlassen hatte, fand sich Hussein bald in der Stadt wieder, in der Kassen lebte. Dort wurde er ehrenvoll empfangen und in den Palast gebracht. Hier traf Hussein eine junge Frau und erfuhr, dass sie die Frau seines verschollenen Bruders war. Der zu herzliche Empfang und die freudige Stimmung des Wesirs, der wieder zum Gericht zurückkehrte, erregneten Verdacht in Hussein. Irgendetwas stimmt hier nicht, dachte er. Könnte es sein, dass mein armer Bruder das Opfer dieses Wesirs geworden ist? Hussein dachte die ganze Nacht darüber nach. Und am Morgen, nachdem er von Hanschein erfahren hatte, dass sein Bruder bei der Jagd verschwunden war, ging er selbst auf die Suche
am Flussufer. Genau wie Hassan wurde Hussein von einem Schneesturm gefangen genommen. Die Fichte, die zum Unterschlumpf und Grab seines Bruders wurde, schützte auch Hussein. Nachdem er ein Feuer gemacht hatte, sah er auch eine alte Frau zwischen den Zweigen und hatte auch Mitleid mit ihr. Runter, Oma, vom Baum, mach dich warm, sagte er. Ich würde runtergekommen, mein Sohn, sagte die alte Frau. Aber ich hab Angst von den Hunden. Warte, ich drohe ihr mit einem Stock. Hussein sah die alte Frau an und etwas schien ihm ins Herz zu stechen. Er stand von dem Felsen auf dem er gesessen hatte, und hob seine Waffe. Komm schon, komm runter, oder ich schieße, sagte er und zielte. Die alte Frau zitterte vom Baum herunter. Mir scheint, du weißt, wo mein Bruder ist. Sprich, oder ich töte dich, befahl er. Der Stein, auf dem du gesessen hast, ist dein Bruder, antwortete die alte Frau. Der Wesir hat mir befohlen, ihn hereinzulocken und zu töten. Verschöne mich, ich bringe dir deinen Bruder zurück. Nimm den Stock, der in den Ästen der Fichte versteckt ist, und schwecke ihn. Hussein tat das genau. Und sofort vor ihm, statt dem Stein, auf dem er saß, war Hassan. Es ist unbeschreiblich, wie glücklich die Brüder nach einer langen Trennung waren. Hussein blieb lange bei Hassan und sagte einmal zu ihm: Und jetzt, Hassan, werde ich dich an das Sprichwort erinnern, das du mir von alten Jäger erzählt hast. Der Hund sucht nach einem Ort, an dem er satt ist, und ein Mann ist dort, wo er geboren wurde. Sollen wir nach unseren Eltern wieder suchen? Du hast zwar das Sprichwort verzerrt, aber ich stimme zu. Wenn wir genau suchen wollen, wenn wir glauben, sie lebend zu finden, können wir nicht länger warten. Wie beschlossen, taten sie es. Mit der allerersten Handelskarawane machten sich Hassan und Hussein auf den Weg und betraten schließlich an einem festlichen Tag den Messeplatz der Stadt. Hier trafen sie ihren Onkel, einen reichen Kaufmann, der zwischen den Handelsreihen hindurchging und jeder neuen Karawane begegnete. Er erkannte seinen Neffen nicht, und als sie sich selbst nannten, fing er sofort an zu schmeicheln und war bereit, ihre Hände zu küssen. Wo sind unsere Vater und unsere Mutter? Fragten Hassan und Hussein gleichzeitig.
hier in der Stadt, aber wozu braucht man alte Menschen, die das Licht schon lange nicht mehr gesehen haben? Ich sehe, sie sind reich genug, sagte der Onkel. Mit Fragen und Nachfragen fanden Hassan und Hussein eine alte, verfallene Hütte am Stadtrand. Es waren keine Fenster darin. In der Dunkelheit war nicht zu erkennen, wer sich darin befand. Hassan und Hussein zündeten eine Feuer an und sahen ihre blinden alten Eltern in schmutzigen, angetragenen Kleidern vor sich. Vater, Mutter, was ist mit ihnen los? Rief Hassan. Sie können das Licht überhaupt nicht sehen, fragte Hussein. Mutter fing an zu weinen, als sie einheimische Stimmen hörte. Der Vater winkte mit den Händen und sprach: Gibt es jetzt wirklich so einen Menschen auf der Welt, der mich sucht? Sind meine längst verstorbenen Söhne zu Besuch gekommen? Hassan und Hussein erzählten alles der Reihe nach, wo sie lebten, was sie sahen und wie sie schließlich zu ihren Eltern kamen. Warum hast du uns dann im Wald gelassen? Bist du wirklich dem Gold nachgelaufen? Fragte Hassan seinem Vater. Warum hast du uns dann nicht geholt? Weil wir noch mehr Gold hatten, fragte auch Hussein vorwurfsvoll. Seien Sie nicht beleidigt, meine Kinder. Es gab keinen anderen Ausweg, rief der alte Mann. Ihre Onkel hat mir gesagt, dass ich euch nach Allahs Willen töten soll, weil sie von einem bösen Geist besessen sind. Ich könnte das nicht. Ich habe mich wie ein Vater verhalten. Der Abschied von ihnen war schwer für uns, und sie sehen, wie wir leben jetzt. Ihre reiche Onkel hat uns in nichts geholfen. Die schwerste Strafe für uns ist, dass wir sie nicht sehen können. Der alte Mann schwieg. Hassan und Hussein verließen die Hütte für eine Weile. Sie gingen zum Jahrmarkt, fanden ihren gierigen Onkel und warfen ihn in einen tiefen Brunnen.